Hallo und herzlich willkommen zur 54. Ausgabe von Movietopia mit mir, Henry. Und Desart. Jetzt geht's los. Ja, da haben wir es mal wieder geschafft. Fast schon wieder frühlingsmäßig draußen. Also die letzten Tage war es noch nicht ganz so kalt, fand ich jetzt. Aber ich finde das ja eigentlich fast ein bisschen angenehm. Auch wenn du letzte Woche eher schon nostalgische Gefühle hattest. Das stimmt. Mit deinem Super Nintendo konntest du es ja mittlerweile anzocken. Tatsächlich. Oder liegt es jetzt immer noch da? Nee. Ich habe schon tatsächlich, ich hatte das Problem mit 4K-Fernseher und Super Nintendo, habe alles geschafft, meine ganzen Spiele, weil ich habe ja einen Super Nintendo bestellt und jetzt musste ich die Spiele bestellen, habe jetzt Zelda, Terranigma, Secret of Mana, Secret of Evermore, alle vier sind da und warten nur noch darauf, auf dem 4K-Fernseher gespielt zu werden. Und wie, nicht Tekken, sondern Street Fighter? War Street Fighter auf dieser ultimativen Box-Konsole? War ja, das da schon? Das war der Super Nintendo. Das war eins der Verkaufsargumente vom dass Super Nintendo. Dass Street Fighter mit drauf ist. Genau, Street Fighter 2. Das ist auch, glaube ich, das einzige Spiel, was ich damals da richtig geil fand drauf. So. Naja, es gab, also tatsächlich hat die Konsole wirklich unglaublich viele gute Spiele, je nachdem, wie viel man gespielt hat. Und je nachdem, wie gut man das dann findet. Genau. Nee, aber ansonsten, ja, werd die nächsten paar Tage mich mal ransetzen und ich glaube, das erste Terranigma durchzogen. Ich habe schon meine Liste. Terranigma, dann Zelda, Mana, Evermore. Vielleicht können wir ja mal, wenn du das so ein bisschen angezockt hast, durchgezockt hast, machen wir einfach so ein Movietopia-Spezial. Wir reden ja öfters mal über so ein paar Gaming-Sachen, zumindest du. Und dann kannst du ja noch mal ausholen und ein bisschen erzählen, wie denn so deine Neuauflage davon so ein bisschen ist, ob du das immer noch genauso geil fandest wie früher, ob du sagst, du, ganz ehrlich, manchmal sollte man Sachen von früher auch genau da belassen in den Gedanken und so weiter. Also bisher war es tatsächlich mit diesem Super Nintendo Mini, den wir ja damals gespielt haben. Warte, wir machen es noch geiler. Du filmst dich dabei, wie du das zockst und das packen wir dann direkt auf Patreon. Na dann werden wir, könnt ihr sehen, wie ich da stundenlang Terranigma zocke. Und dich aufregst oder das geil findest oder so. Und Robotech. Probotector. Meine ich doch. Ich habe mega lange suchen müssen, weil es tatsächlich, ich habe doch im letzten Video habe ich ein paar Schnipsel mit reingepackt. Und ich habe es die ganze Zeit falsch geschrieben. Weil ich musste dann mir echt noch mal das ganze Video angucken, um zu gucken, an welcher Stelle, wie und bla, wie heißt das jetzt noch mal. Ich habe es immer falsch verstanden. Ich habe die ganze Zeit Robotector verstanden. Dann habe ich Robotractor. Und also egal wie, ich habe... Da hast du nichts gefunden. Nee, da, nicht so viel. Nur komische Sachen, nur was mit Traktor. So, aber ja, ansonsten war deine Filmwoche relativ ereignisreich. Du hast Spider-Man gucken können. Genau. Into the Spider-Verse. Auf Deutsch heißt es, glaube ich, ein neues Universum. Ja, genau. Oder The New Universe, Spider-Verse. Irgendwie sowas, Universum, genau. Was auch immer. Werden wir gleich drüber quatschen. Wir schließen mal noch kurz an, wo wir letzte Woche aufgehört haben beim Fantastische Tierwesen-Talk, weil da schon wieder neue Neuigkeiten rausgekommen sind. Jetzt nicht spezifisch zu Johnny Depp oder Amber Heard oder deren Krisenkonflikt, den die dort haben, sondern mehr, wie es denn jetzt mit dem Franchise weitergehen soll. Und wie es aussieht, noch bevor dieses Urteil jetzt gesprochen wurde von diesem einen Richter dort, hat Warner Brothers wohl von Hause aus schon eigene Recherchen angestellt, um rauszufinden, was bei den beiden da eigentlich los war. Und irgendwie sieht es wohl für Johnny Depp auch da nicht ganz so gut aus. Also da bin ich mal weiter gespannt. Man hört immer nur so ein bisschen was. Mhm. Ja, das volle Ding werden wir wahrscheinlich sowieso erst in 5-6 Jahren, wenn das ganze Thema schon durch ist, erfahren. Aber umso überraschender ist dann halt die Info, das hattest du mir zugeschickt, dass Johnny Depp trotzdem voll für den, was ist das, der dritte? Ja, ist der dritte Teil, trotzdem seine volle Gage bekommen hat, obwohl er da erst ein, zwei Szenen abgedreht hat. So.
was meinst du, könnte dahinter stecken, dass die das so machen? Naja, also entweder sind es Connections, dass man sagt, okay, die haben halt irgendwie, lassen die doch Geld zukommen, oder sie wollen nicht Stress haben, dass sie sagen, ey, weißt was, hier kriegst du eine Gage, geh mal ganz ruhig weg. Schweigegeld. Genau, und mach keinen Aufstand, weil wer weiß, vielleicht könntest du ja doch ein bisschen da was drücken bei Warner, wenn dann irgendwie ja, noch... Kommt, wahrscheinlich hat ein Johnny Depp auch einen anderen Vertrag als irgendwelche Leute, die zum ersten Mal in so einem Blockbuster mitspielen. Das ist, wie würde es denn normalerweise sein? Also ich meine, wenn jemand, das ist halt die Frage, weil er ist ja nicht rausgeschmissen worden, sondern er geht ja freiwillig auf Anraten des Konzerns. Wahrscheinlich haben sie ja gesagt, ey, geh mal lieber, du kriegst, also du musst ihm ja was anbieten, dafür, dass er geht. Weil rausschmeißen, glaube ich, wäre, je nachdem, wie der Vertrag ist. Also ja, also als du es mir geschickt hattest, da war mein erster Gedanke, naja, klar machen die das, weil meine, das, was ich letztens halt gesagt habe, Theorie ist ja, dass sie den sowieso planen, wieder zurückzuholen dann irgendwann. Wenn sie ihm sagen, hier, pass auf, was waren das, 7 Millionen oder so? Ja. Also das sind auch mal 7 Millionen. Da hast du schon mal wieder 1,5 Jahre Ruhe erstmal als Johnny Depp. Und wenn die ihm dann 7 Millionen geben und sagen, hier, nimm, weil der Plan ist sowieso. Aber wenn die jetzt vorher, bevor die diesen Deal hatten, sowieso schon rumgehorcht haben und da probiert haben rauszubekommen, was bei den beiden genau vorgefallen ist, beziehungsweise inwiefern Johnny Depp Schuld an dem Ganzen trägt, dann finde ich es halt eine eine merkwürdige Lösung. Also die hätten ihm ja auch sagen können, pass auf, du hast, keine Ahnung, sagen wir mal, 20% von dem, was du drehen solltest, abgedreht. Also bekommst du 20 oder von mir aus 30% auch an Geld. Mhm. Aber dass die ihm dann die volle Kohle geben, ist halt schon irgendwie strange. Also kann ich mir auch aus meinen ganzen Theorien, die ich mir oft so zusammenspinne, wie auch halt diese, da hat es hat ja null Hand und Fuß, was ich sage hier, beziehungsweise also bezogen auf, dass die den irgendwann zurückholen. Ist ja nur so mein... Ne? Was ich mir so ein bisschen zusammenrechne. Wobei auch nicht so oft ein Filmstudio dem Hauptdarsteller und gerade einem Johnny Depp sagt, geh mal lieber. Ja. Weil sonst, sie hätten ja rausschmeißen können. Sie hätten sagen können, ey, sorry, deine Publicity funktioniert hier nicht bei dem Film, der wird blablabla. Also ich denke mal, dass der Vertrag nicht so leicht ist, jemanden einfach rauszuwerfen in dem Bereich. Könnte ich mir vorstellen. Aber dadurch, dass er halt freiwillig geht, vielleicht war das einfach der Deal. Pass auf, wir ersparen dir und uns eine Menge Sorgen. Du bekommst einfach deine volle Kohle. Genau. Manche Leute machen das ja so, ja. Und sagen dann, hier, nimm das. Und dann haben wir erstmal eine weiße Weste. Und ich meine, so viel Kohle, wenn man jetzt davon ausgeht, wie viel der Film einspielen könnte, ist das jetzt auch nicht. Also wenn man das im Gesamten betrachtet. Im Normalfall, aber wir sind ja nicht mehr im Normalfall. Das stimmt. Das stimmt. Also ich habe übrigens heute noch gelesen, das wird jetzt gar nicht groß Thema sein, weil ich habe mich da noch nicht so ausführlich mit befasst, aber dass es sehr, sehr viele Investoren gibt für Filmstudios, die mittlerweile sehr, sehr starke Rückzieher machen im Sinne von, wir werden euch diesmal nicht dieses Geld geben für das und das und das. Und aber es heißt so Banken, die normalerweise... Ja, gibt ja verschiedene Leute, die sich da... Es ist wie wenn irgendein Typ sich einkauft und sagt, ja, mir gehört jetzt dieses Baseball-Team, das gibt halt so Leute und Investoren und das wird nochmal interessant werden, denn im Allgemeinen, was auch die Ausgaben angeht, vor allem diese 7 Millionen, die dann so ein Schauspieler mal bekommt für so eine Rolle und Johnny Depp ist ja auch in Fantastische Tierwesen jetzt nicht so übermäßig viel zu sehen, er ist zwar da und er hat auch seine Szenen, aber jetzt so gefühlt, wenn man mal alles zusammennimmt, würde ich sagen, Johnny Depp hat 15 so insgesamt. Mhm. Und naja, dafür 7 Millionen zu bekommen, ist halt auch schon nicht schlecht, ne? Die Frage wäre, ob er das bekommt, weil er Johnny Depp ist, oder wie viel die anderen bekommen. Also. Nee. Also Johnny Depp ist ja schon dann der Star gewesen in dem Teil. Mhm. Im ersten, der dümpelte ja so ein bisschen vor sich hin und so, klar. Colin Farrell ist da. Und auch, oh, wer spielt Dumbledore? Ich habe vergessen, wie er heißt. Blende ich dann ein. Aber Johnny Depp hat ja dann den ganzen Film auf einmal schon noch mehr Gewicht gegeben. Mhm. Und wenn wir gerade dabei sind, Mads Mikkelsen, ja, also mein Lieblings-Hannibal Lecter, oder wie der Doc sagt, Hannibal Lecter. oder Le Chiffre. Aus Bond. Oder auch der Bösewicht aus Doctor Strange. Mhm.
Und wo hat er noch mitgemacht? Natürlich in Rogue One. Stimmt. Ganz kurz, als Dad. Fahrt. Ja. Galen Erso. Ja. soll wohl die Rolle übernehmen von Johnny Depp und soll Grindelwald spielen. Und meine Freundin kann das ja überhaupt nicht nachvollziehen. Aber nach ihr, wenn es nach ihr ginge, sollte es sowieso Johnny Depp auch bleiben. Bevor ich oder Robert Downey Jr. Ja, wobei ich auch, ja, oder der, wahrscheinlich der. Erstmal dein erster Gedanke dazu, dass der jetzt diesen Part übernehmen soll. Also ich freue mich mega, dass Matrix 4 abgedreht ist und dass wir ihn sehen werden. Dass wir Matrix 4 drehen werden? Was? Nein, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe zu dem Tierwesen so null Bindung. Ja. Ich vielleicht, wenn der dritte Teil dann rauskommt. Ja, du hast halt den zweiten ja auch nicht gesehen, dass du gar nicht dir vorstellen kannst, inwiefern dass der so gut Grindelwald, ist. Was ist jetzt ein Grindelwald? Genau, und ich habe den ersten damals, das ist schon ewig her, gesehen und dachte mir so, ja, jetzt machen sie halt Potter nochmal nur mit Tierwesen. Und aber auch nicht mal Potter. Ja, ja, ist ja davor, glaube ich, war weit davor. Ja, ja, weit davor. Ja. Also es hat mich nicht so wirklich umgehauen, weil ich vielleicht, wenn der dritte Teil dann kommen würde, würde ich so die Trilogie mir angucken und sagen, okay, jetzt gucke ich mal das Gesamtpaket. Das wären ja fünf Teile. Dann gucke ich mir dieses kleine Gesamtpaket an. Eventuell irgendwann, ja. Aber würdest du sagen, es lohnt sich, die beiden zu sehen? Die Nö. Ersten beiden? Ganz ehrlich, also ich finde im Moment, auch wenn ich den zweiten wesentlich mehr mag als den ersten, finde ich, dass vielleicht auch der Name völlig falsch gewählt ist, weil, also vor allem im zweiten Teil, im ersten gibt es ja noch ein paar fantastische Tierwesen, aber im zweiten geht es eigentlich mittlerweile nur noch um Grindelwald, dann die ganzen neuen Charaktere, dessen Namen ich halt auch nicht mal mehr weiß, was an sich schon mal eine gute Idee dann ist, dass wir uns dahin bewegen, aber warum dann die Reihe, also warum dann nicht Grindelwald das alles nennen, so, weißt du? Also warum nicht generell so? Aber oder denkst du, die Reihe hat wie Potter Potenzial, dass man sagt, das könnte ein krasses Franchise für sich selbst sein? Weil ich meine, es ist ja trotzdem im Potter-Universum, aber kann das für sich selbst stehen oder? Nee, für sich selbst auf gar keinen Fall. Dafür haben sie im zweiten Teil viel zu oft die Harry Potter-Melodie, wenn Hogwarts ist da auf einmal zu sehen, die befinden sich dann auch in Hogwarts. Damit machen sie eigentlich auch ziemlich gute Sachen. Also es ist nicht nur so, versteht er, jetzt ist hier gerade Hogwarts-Time und jetzt, das ist schon alles ganz cool gemacht, aber irgendwie haben die noch nicht ihren Flow. Ich glaube, das ist das Ding. Ich glaube, das Gute ist, dass der Film zum Anfang noch nicht in diese Milliardenbeträge eingespielt hat, der erste Teil. Somit, dass die halt so slow starten können, eventuell, weil ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Geld die da reingebuttert haben, aber ich glaube, dass die ab dem dritten Teil, ab da musst du merken, wo es jetzt hingeht, also was auch wirklich passiert und musst auch wirklich gehuckt sein, weil im letzten Teil, also ich spoilere jetzt ein bisschen sehr, steht halt Ezra Miller am Fenster mit Johnny Depp, so, und das sind so die letzten 20 Sekunden im Film und Ezra Miller ist ja schon im ersten Teil dieser Obscurium oder irgendwie so, also ist so ein ganz besonderer Typ, der Macht in sich oder die Zauberei jahrelang unterdrückt hat und wurde dann quasi zu einer Absurdität der Zauberei. Und dann ist das, wenn er dann ausrastet, wird er nur noch zu so einer schwarzen Wolke und fliegt dann durch die Gegend, zerstört alles und so. Und das will Grindelwald sich halt zu Nutzen machen. Und im zweiten Teil kommt dann raus, dass das Dumbledores Bruder ist, was er selber nicht weiß. Und was bisher, ihr könnt mich gerne korrigieren, auch nicht unbedingt Kanon geht, was die alten Bücher betrifft, weil ich weiß nicht, es gibt Aberforth, dann die Schwester, die gestorben ist von Dumbledore und Dumbledore. Das sind zumindest die, von denen ich jetzt erstmal weiß. Aber ihr könnt mich gerne korrigieren in den Kommentaren oder so, ob es schon immer offiziell einen zweiten Bruder noch gibt, also dass es insgesamt drei Brüder und eine Schwester war. Bin aber der Meinung, dass man sowas natürlich auch irgendwie erklären könnte, von wegen, ja, ab da war es halt nicht mehr unser Bruder und bla 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 bla. Aber das war halt der große Aufhänger am Ende. Du bist bla 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 bla. Dramatische Pause. Dumbledore. Und dann ist der Film zu Ende. So.
Und das ist erstmal so, dass man im Kino sitzt und sich denkt, vielleicht doch gar nicht so schlecht. Aber bis dahin ist halt alles immer so ein bisschen, naja, ist okay. Also ist schon okay, besser als der erste, ja. Und den ersten, ne? Dann der zweite, ja. Und im dritten müsste es dann jetzt aber so richtig losgehen. Aber alleine schon, dass Dumbledore mit einer der großen Nebencharaktere dieser Reihe ist, macht es schon schwierig zu sagen, die Reihe soll auf eigenen Füßen stehen, so ein bisschen. Mhm. Ja, also irgendwelche Sachen werden schon immer mal wieder angespielt und ich glaube, das wird auch so bleiben. Aber dann würde ich es halt besser finden, wenn sie komplett da reingehen. Dann Grindelwald und Dumbledore, diesen Kampf und diese vermeintliche Romanze, die da irgendwie zwischen den beiden ja geherrscht hat mal und diese Verbundenheit. Das würde ich tatsächlich viel interessanter finden, als dann zu sagen, fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Dann hast du da mal ein so ein Vieh pro Film, was einmal ganz kurz durchs Bild rauscht und sagt, ja, wisst ihr noch, warum der Film so hieß? Deswegen. So, aber die ganzen interessanten Sachen, davon kommt viel zu wenig, meiner Meinung nach. Und ja, also ich lasse mich vom dritten überraschen. Was mit Mikkelsen angeht, finde ich das eine Hammeridee, weil ich fand, Colin Farrell war jetzt nicht so der düstere Bösewicht, sollte er auch nicht unbedingt sein. Im zweiten Teil war es dann Johnny Depp, der auf jeden Fall viel mehr Gewicht in die ganze Sache reingebracht hat. Und im dritten brauchen wir jetzt wirklich, was macht Grindelwald denn so gefährlich? Weil Johnny Depp ist auch sehr sympathisch, auch im zweiten Teil. Ja, also man kann schon seine Ansätze verstehen, zeigt schon mal Zukunftsvision vom Zweiten Weltkrieg. Das werden die Menschen machen, das wird passieren und so weiter. Und das alles schön und gut, aber er ist noch nicht radikal genug. Und ich glaube, so ein Mads Mikkelsen sieht ja halt auch aus, wie er aussieht. So, ja? Der das ist stimmt. Ja charismatisch bis zum geht nicht mehr. Und wenn du den aber so siehst, dem fehlt ja jegliche Sympathie, zumindest im Gesicht. Und das meine ich gar nicht böse, sondern das macht ja seine Darstellung auch so ein bisschen aus, wenn er denn irgendeinen Charakter spielt. Und ich glaube, das wäre ein schöner Übergang von Colin Farrell zu Johnny Depp, dass man dann sieht, okay. Und dann zu Mads Mikkelsen, wo man dann auch wirklich spürt, das ist einfach ein gefährlicher, böser Typ. So, ja, den man wirklich auch ernst nimmt, sodass Dumbledore irgendwann gezwungen ist. Also die haben beide so eine so einen Blutschwur gemacht. Das heißt, die können sich nicht gegenseitig töten. So. Und Dumbledore muss jetzt irgendwie versuchen, dass dieser Bann gebrochen wird, sodass die gegeneinander kämpfen, weil das ist ja der Kampf zwischen den beiden ist ja der Grund, warum er überhaupt irgendwann den Elderstab bekommt. Ja, also er gewinnt ja diesen Kampf, das weiß man ja auch schon. Also muss er ja, also dieser Bann muss ja irgendwann gebrochen werden. So. Und ich denke, dass Mads Mikkelsen wirklich die, also ich wäre niemals darauf gekommen, so jemanden zu casten dafür. Ne? Das ist jetzt auch noch nicht 1000%ig offiziell, aber es ist schon durch die Medien komplett gegangen, dass die Verhandlungen wohl schon sehr, sehr weit geschritten sind. Und wenn das an diesem Punkt ist, wenn das so veröffentlicht wird, dann geht es meistens nur noch um was nach dem Komma kommt so ein bisschen. Also, dann ist aber die Frage auch, ob er dann im vierten und fünften spielt. Ich denke, also natürlich wird sich das erstmal zeigen, ob wir überhaupt einen vierten und fünften dann sehen werden irgendwann. Waren die denn beide erfolgreich genug? Es geht so. Also es geht tatsächlich so. Ich werde mal ein paar Zahlen einblenden dann für die Leute auf YouTube. Aber die waren, also ich glaube, die haben vor allem beim ersten mit wesentlich mehr Umsatz gerechnet. Ja. Naja, ich meine, es ist ja Potter und man darf sich alle Potter-Fans ballern ins Kino dann rein. Weil ja die letzten Potter beide, der siebte und der siebte zweite, haben ja über 1 Milliarde gemacht, sodass die sich dachten, na, das wird schon noch seine 800, 900 irgendwie einspielen. Das war aber nicht so. Ich glaube, wir reden von 400, 500 Millionen, was glaube ich okay ist, aber ich glaube, die haben einfach mit mehr gerechnet. Ja, auf jeden Fall, ich bin da sehr gespannt und wenn das mit Olle Mads funktioniert, ja, dann könnte ich mir vorstellen, dass die auch mit dem weitermachen und sollte sich das dann aufklären mit Johnny Depp irgendwann, dass dann doch irgendwie alles okay ist, dann spricht ja auch nichts dagegen, ihn zum Endkampf hin denn dort hinzustellen, dass Mads Mikkelsen sich nochmal in Johnny Depp, wobei ich halt diese Abstufung schon geiler finde von
von Colin Farrell zu Johnny Depp und dann ihn. Wobei mich interessieren würde jetzt tatsächlich, wie das auf Johnny Depps Karriere wirkt, weil es gibt ja schon ein paar Schauspieler, die Scheiße gebaut haben und dann sich erstmal nicht erholt haben. Ja? Also ich habe auch Mel Gibson in letzter Zeit in keinen Film gesehen. Wobei der ja sein Standing jetzt in Hollywood schon wieder hat. Der fängt ja an, irgendwelche Filme schon wieder zu drehen und so weiter. Aber hat lange gedauert. Es hat lange gedauert, aber wenn du öffentlich irgendwie dich über Juden und so weiter aufregst und dass die an allem schuld sind, ja gut, dann brauchst du dich halt auch nicht wundern. Ja, und das ist halt die Frage, ob bei Johnny Depp die Studios nicht erstmal sagen, ey, wir halten uns mal weg von ihm. Es kann ja trotzdem sein, dass er wieder zurückkommt, aber könnte auch sein, dass dann Ende ist, wie mit Lindsay Lohan. Ja, natürlich, das kann immer mal sein. So, es gibt ja auch Schauspieler, die freiwillig dann Hollywood den Rücken kehren, weil sie sagen, ey, hier. Und ich glaube, Johnny Depp ist ja finanziell auch extrem abgesichert einfach. Ja, absolut. Und wir können spekulieren, so viel wir wollen. Wir werden es erleben. Jetzt erstmal Mads Mikkelsen. Und ja, dann werden wir sehen. Ich bin erstmal so semi-gehypt auf den dritten, aber dieses Casting stimmt mich doch erstmal recht positiv und ich erzähle dir dann, wie er war oder so. Und wir sind dann gespannt, ob ein Streaming kommt gleich. Ja, ach so, das wollte ich auch nicht unbedingt zum Thema machen, aber bei Wonder Woman wird ja jetzt auch schon überlegt, ne, dass die den vielleicht doch kurzfristig ins Kino bringen, aber dann direkt nach ein paar Wochen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass die bei jedem im Moment überlegen, weil das Ding ist, dieser Drops mit Corona ist ja bei weitem noch nicht gegessen. Ist ja nicht so, dass man sagt, ey Leute, wartet mal bis zum Sommer, dann geht's wieder los. Da geht ja gar nichts los. Und deswegen glaube ich schon, dass die Studios sich überlegen müssen, wie sie jetzt die Filme, die zumindest jetzt fertig sind, wie sie rausbringen. Weil ganz ehrlich, auch ein Ghostbusters jetzt die nächsten 3 Jahre lang verschlossen zu halten oder ein Bond, macht ja auch keinen Sinn. Ja, ne, das Problem ist halt die finanziellen Einbußen, die du ja irgendwie dadurch automatisch hast. So, du kommst ja niemals, ich glaube, jetzt am Wochenende oder am vorletztes Wochenende hat irgendein Film die 4 Millionen geknackt beim Opening. Aber das sind halt 4 Millionen und keine 120 oder 80. Weißt du, also egal wie, klar gebe ich dir recht, irgendwann muss ein Film dann halt auch mal erscheinen. Mhm. Aber deswegen fand ich die Idee von letzter Woche, dass man einen Film komplett um ein ganzes Jahr verschiebt, einfach auf 22, wenn man das so abgeklärt hat, dass das finanziell auch logisch ist und du alle Investoren und die Banken und so gehen alle damit klar, ist das wahrscheinlich im Moment erstmal die sicherste Variante, um zu gucken, was macht jetzt eigentlich 21, weil gefühlt wird 21 erstmal gar nicht so anders wie 20. So. Ja, es sei denn, jetzt kommt der große Impfstoff. Ah, lass uns nicht zu ausführlich darüber reden. Wir werden sehen. Wir tingeln uns sowieso von Woche zu Woche und es kommt ja auch jede Woche was Neues raus. Und ja, dann kommen wir zum Hauptthema eigentlich. Du hast Spider-Man mit Miles Morales schauen können, den animierten Film von Sony. Ich bin ja ein Fan von diesem Film, was ich gar nicht gedacht hätte. Aber zieh mal vom Leder. Gut, schlecht. Was hat dir gefallen? Was hat dir nicht gefallen? Warst du überrascht? Warst du enttäuscht? Hau raus. Also ich habe tatsächlich, weil der jetzt bei Netflix ist, dachte ich mir, weißt du was, ich habe mich sogar auf Erinnerung gestellt und dann hat er mich erinnert. Dann dachte ich mir, weißt du was, jetzt habe ich Zeit. Ich mach den mal an. Okay. Ich mach den mal an. Aber macht nicht den Eindruck, als wenn es ein Film ist, auf den du schon mega große Lust hattest. Nee, weil sonst hätte ich ihn ja schon längst geschaut. Eben. Und ich habe auch Far Away From Home oder wie ist er? Der zweite? Also Far From Home. Far From Home, genau. Ja. Ich auch noch nicht gesehen. Aber ich habe von mehreren Leuten, auch dir gehört, geiler Film, sollte man sich ansehen. Und da dachte ich mir, okay. Und tatsächlich habe ich ihn bis zur Hälfte geguckt, alleine, und dachte mir, jetzt wartest du auf deine Freundin und ihr guckt ihn zusammen. Nochmal von vorne dann. Nochmal von vorne. Weil er dir bis dahin schon so gut gefallen hat? Ja, oder also ich dachte mir, weil sie ist jetzt nicht so ein Superheldenfilm, ja, und auch was hier Spider, also wir haben auch Endgame geguckt und Event fand sie auch cool, aber man muss langsam machen, ja, ganz langsam. Und dann dachte ich mir aber, dieser Humor, diese Art des Gezeichneten, das könnte was werden. Und tatsächlich, wir haben ihn zusammen geguckt, hat von Anfang bis Ende unfassbar viel Spaß gemacht, das Ganze zu sehen.
Lustig ohne Ende. Also wirklich dieser Humor war wirklich sehr, sehr gut, fand ich. Und da dachte ich bei dir, dass du vielleicht abspringst, vor allem wenn da dieses Spiderschwein auftaucht. Da dachte ich mir, naja, das könnte dieser eine Schritt zu weit sein, wo du sagst, okay, und jetzt bin ich raus. Ich glaube tatsächlich, das wäre so gewesen, wenn es nicht so gut reingepasst hätte, dass man wirklich sagt, ey, weißt du was, da können die verrücktesten Viecher reinkommen. Es ist ja auch absurd. Also, ja, ne? Auch mit der Anime, also überhaupt diese Zeichenstile und dann mit Nicolas Cage. Das ist ja auch so geil. Also da muss ich wirklich sagen, sehr, sehr gut. Aber was mir auch sehr gut gefallen hat, war einfach der Stil tatsächlich. Also ja, weil ich bin ja Comic-Fan, absolut, aber mittlerweile muss ich sagen, ich habe schon so viel gesehen, dass mich vieles langweilt. Ja, ja. Dann gucke ich das und denke mir so, und das war aber so neu, so cool gemacht auch mit den ganzen... Sehr frisch, es wirkt frisch, halt sehr frisch. Ja. Ja. Und der Charakter war wirklich unfassbar sympathisch. Ja, ja, finde ich auch. Also ja, ich muss sagen, in Großen und Ganzen hat mega Spaß gemacht. Den würde ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Hoffe, dass es irgendwann vielleicht mal eine Fortsetzung gibt oder irgendwie eine Art Serie oder keine Ahnung. Ich meine, es ist ja dafür gemacht. Ja. Und da ist ja wahrscheinlich auch noch nicht alles zu Ende. Und ja, kann ich auf jeden Fall wirklich, also wer den noch nicht gesehen hat, sozusagen Netflix, jetzt da draußen, kann ich empfehlen. Ja, ansonsten Gegner wie Norman Osborn und so weiter, dann fand ich auch sehr cool mit nicht Doc Ock, sondern Frau Ock. Ja. War auch cool gemacht. Wie gesagt, diesen Möchtegern Spider-Man aus der anderen Dimension, der war echt der Mega-Hammer mit seiner Wampe. Also ja, da habe ich echt. Weil das ja nicht Möchtegern, das ist ja schon der Spider-Man eigentlich, den wir kennen. Ja. Nur halt mit. Ja, MJ hat sich halt von mir getrennt und Alles geht ein bisschen den Bach runter. Ja, aber genau diese Komik, dieses Slapstick mochte ich halt sehr, weil der einfach unfassbar... Ich finde auch, dass der ganze Film ein sehr, sehr gutes Gleichgewicht aus allem hat, weil da sind ja auch schon recht, ich weiß es gar nicht mehr, also wir spoilern, ne, ist klar. Also hier, ne, nicht weiter, wobei, wenn Leute es noch nicht gesehen haben. Das ist ja zum Beispiel so ein Film, den haben ja sehr viele aufgrund dessen, dass es ein Cartoon ist oder ein Anime, was auch immer, nicht sehr viele gesehen. Ich spoiler nicht. Nicht zu viel. Es hat ja schon den ein oder anderen leicht dramatischen Part, so, der aber funktioniert, obwohl dort an anderen Stellen halt Spiderschwein auftaucht. Ja. Und das muss man erstmal schaffen, dass man die ganze Zeit dabei bleibt. Und halt der Endkampf ist natürlich auch völlig absurd. Ich habe das ja im Kino gesehen, in 3D. Echt? Stell dir das jetzt mal bitte gerade vor. Diese LSD-Explosion, die du dort, also da bin ich wirklich... Glaube, ist ja nur noch alles um dich rumgewippt. Was ich immer mag bei solchen Sachen ist dann, ich habe mir natürlich ein paar Sachen dazu angeguckt und so. Und solange Miles Morales, der ist ja quasi auf der Suche nach sich selbst und seinen neuen Kräften, ja, die er dort dann hat. Und die ganze Zeit, wenn die dann da diesen Computer klauen wollen und dann da durch den Wald schwingen, du musst schwingen, ist Miles Morales auf 24 Frames und der alte Spider-Man läuft aber schon auf 60 Frames. Also die haben das extra so gemacht, dass man sich denkt, weil, keine Ahnung warum, aber bei ihm sieht das irgendwie smoother schon aus. Das hat nichts mit der Animation an sich zu tun, sondern, und so eine Ideen finde ich halt geil. Ja. Auch so, ne? Dass die Werkzeuge, die man heutzutage hat, dass man wirklich alles auch nutzt und nicht den ganzen Film einfach in Herr der Ringe 60 Frames, also die meisten mögen es ja nicht, ja, diese 60 Frames Sachen oder auch 120 Frames, aber in diesem Moment hat man sich einfach diese Sache genauso zunutze gemacht und deswegen, also ich übertreibe jetzt, hakt das halt so, wenn Spider-Man durch die Gegend fliegt oder Miles Morales, aber wenn Peter Parker da mit seiner Wampe durch den Dschungel, durch den Wald fliegt, sieht das trotzdem irgendwie viel smoother aus und so. Und ich fand den ganzen Film wirklich von vorne bis hinten auch die Mucke. Ich fand alles irgendwie... Ja, absolut. Es war auch, deswegen, ich sag ja, ich finde es ganz, ganz schwierig, solche Sachen ins Moderne reinzubringen, weil es dann doch oft so ist, dass es zu modern ist und dass so manchmal möchte gern modernes, ja. Man muss jetzt alles reinpacken, alle Teenager-Witze und so weiter. Und das hat aber genau dieses Zwischending gemacht, wo es wirklich lustig war, es wirklich modern war, die Mucke episch mit modernen Hip-Hop und so weiter. Er auch selbst sehr, einfach wie gesagt, sehr sympathisch vorkommt. Auch sein Dad, seine Mom, so die ganzen. Alles, und, ja, genau, die ganzen Charaktere. Der Film nimmt sich halt auch ein bisschen Zeit, um diese Charaktere so ein bisschen aufzubauen, auch sein Onkel. So, und das hat ja dann am Ende
auch eine Bewandtnis mit allem drum und dran. Und deswegen, da würde mich, wie gesagt, da kommt natürlich wieder diese Idee oder dieses Gerücht mit den drei Spider-Mans, die vielleicht aufeinandertreffen könnten. Krass. Ja, also ich bin der Meinung, dadurch, dass das so gut funktioniert hat, ich glaube, es kommt sogar auch ein zweiter. Mhm. Und das Ding war ja ein riesen Marketing-Gag quasi auch für das Spiel, was jetzt. Also das neue Spider-Man-Spiel ist ja auch mit Miles Morales und so weiter, was ich geil finde. Und ich hoffe einfach, dass das diese Tür aufgestoßen hat, weil das ist halt meine Meinung so ein bisschen. Ich habe halt diese ganzen, oder wir haben ja alle diese Peter Parker Sachen schon gesehen. Ich mag auch den neuen Spider-Man. Ist auch mein Lieblings-Spider-Man, der neue. Aber ich finde diesen Anzug, den er da am Ende hat, der neue, also Miles Morales, ganz am Ende, wenn er dann endlich sein eigener Spider-Man ist. Ich finde diesen Moment so Hammer, wenn er denn da anfängt, reinzugehen in den Kampf und so weiter, dass ich wirklich Bock habe, das als Film zu sehen. Also genau diesen Charakter mit genau der Geschichte von mir aus, einfach der dritte Teil dann als, keine Ahnung. Und vielleicht führt man das ja ein in Doctor Strange, wo ja gemunkelt wird, dass der ein oder andere Spider-Man dort zu sehen sein könnte oder im nächsten Spider-Man, dass dort Doctor Strange auftauchen könnte. Und der hat ja diese Verbindung zu allen Zeiten und so weiter. Das könnte dann ja schon passen. Und wenn man dort Miles Morales auf einmal vorstellt und sagt, hier, das ist auch ein Spider-Man, weil, sagen wir mal, 95% der Leute wissen trotzdem nicht, dass es den gibt. Mhm. Und ich finde es aber sehr schade, wenn du schon sowas hast jetzt, so einen guten Charakter, der ja auch, also jeder, der den Film gesehen hat, findet das ja auch wirklich zumindest gut. Ja. Dann wäre es doch schade, wenn man das jetzt einfach so fallen lässt und dann sagt, naja, aber es muss halt, es muss halt Peter Parker sein. Ja. Also das wäre für mich eine Sache, wo ich sage, das ist mal das Risiko wert, zu wagen oder zu sagen, ey, wir machen einen Spider-Man, und dann hast du ja halt genau das, was alle immer predigen. Ja, du möchtest diverse Schauspieler, ja, also du möchtest Schwarze und Asiaten und bla bla bla, aber in diesem Film wird es halt einfach gemacht, und zwar ohne, dass es irgendwie nervig ist oder so. Es wird einfach gemacht und es ist ein geiler Charakter. Und deswegen spielt es auch keine Rolle. Ja. So oder groß oder klein. Oder wie gesagt, selbst das Spiderschwein nimmt man ja ab einem gewissen Punkt einfach ernst. Und das ist halt absurd eigentlich. Ich dachte wirklich, dass das für dich so der Ausstieg ist, wo du sagst, okay, und da habe ich den Film ausgemacht. Nee, aber wobei ich sagen muss, dieses ultimative Spider-Man-Universum, es gibt ja praktisch als Comics, ich bin ja absoluter Fan vom Comic Ultimative Spider-Man, wo es auch einen Peter Parker gibt, auch in einer Parallelwelt, der auch ein Jugendlicher ist, also wahrscheinlich wie Miles in dem Alter sogar, in der Highschool mit MJ und so weiter, und das finde ich ist was, wie du schon sagst, was Neues und nicht immer wieder derselbe. Ja. Man hat es ja eh schon gemacht. Ich meine, wobei auch Tobey Maguire war für mich persönlich noch ein Stückchen zu jung für einen Spider-Man, wie ich ihn kenne. Obwohl der ja im Film schon 28 war oder so. Ja, also, aber er wirkte, also nicht im Film, aber so als der Schauspieler. Ja, aber er wirkte noch nicht wie ein Peter Parker, den ich aus den Comics kenne. Der war schon wirklich so eher ein Mann, genau. Und dann wurde es ja immer Andrew Garfield, war ja noch jünger dann. Ja. Und der neue Tom Holland. Der ist ja noch jünger. Ja. Und Miles wäre ja noch jünger. Ja. So irgendwann wir Babys. Ich glaube, das war halt der Plan bei Tom Holland, dass sie ihn ja, ich glaube, für 12 Filme verpflichtet haben, um wirklich diese Reise mitzuerleben. Dass man sagt, hier, das ist Homecoming, war das, glaube ich, der erste. Und dann hast du irgendwann diesen Spider-Man 6, wo er dann wirklich Spider-Man ist. Und so, keine Ahnung. Und das wäre dann eigentlich ein guter. Ich finde das auch geil, dass Spider-Man offiziell in dem Universum von Miles Morales stirbt einfach. Und das ist schon krass. So. Mhm. Also ich fand das irgendwie schon mal stark, dass sie sich das trauen, zu sagen, ey, und hier ist die Geschichte von Peter Parker einfach zu Ende, der stirbt. Und Miles Morales muss sich diese Maske dann neu aufsetzen und aber nicht der gleiche Spider-Man sein, sondern schafft es ja wirklich auch, er selbst zu sein, ganz anders und so weiter, ja. Würdest du eigentlich sagen, weil das interessiert mich, es gab ja diese, wie du schon gesagt hast, dieses Aufbauen zu Endgame
und zu Infinity War. Hm. So, das war der Aufbau von diesem Film. Denkst du, wir werden nochmal sowas erleben? Also, nee. dass man am Ende zwei Filme hat, sozusagen, die wirklich so unglaublich viel verbinden, so ein Riesenuniversum, weil ich meine, Marvel ist ja nochmal da. Denkst du nicht, Marvel wird irgendwann nochmal so ein... Also ich glaube, dass das ein unglaublicher Glücksfall war. Natürlich war das geplant so, aber hätte das nach drei Filmen nicht funktioniert, hätten sie auch gesagt, na okay, dann gucken wir mal, bevor wir da jetzt noch mehr Geld reinballern. Ich glaube, dass das ab jetzt ganz viele versuchen werden, das sowas zu schaffen. Mhm. Ja, aber ich glaube, dass das einer von diesen Sachen ist wie Avatar. Boom, war da, hat funktioniert von vorne bis hinten. Und so. Natürlich kann ich mich irren, aber wir sind ja alleine jetzt schon wieder in einer ganz anderen Zeit als vor einem Jahr, weißt du? Mhm. Also irgendwas wird sich schon nochmal tun, aber ich glaube, genau das werden wir nicht nochmal so erleben. Weil man muss ja wirklich sagen, ich habe ja in der letzten Zeit so ein bisschen nachgedacht über die ganzen Filme, die ich kenne. Und das ist ja schon vielleicht eins der größten zusammen. Und hier müssen wir wieder das leider... Das Größte, also ich glaube, das Größte. Ja. Und eigentlich, und wenn ich mir das so überlege, ja, und das macht mich wieder sehr traurig, das hätte Star Wars werden sollen. Eigentlich das ja. hätte Star Wars werden, weil das ist, wie du schon sagst, das ist das Größte, epischste Finale von etwas, was noch nicht mal so alt ist wie Star Wars. Ja. Aber so unglaublich gut gemacht und dann so viel, man merkt ja auch die Leidenschaft bei dem Ganzen. Ja. Also man merkt schon wirklich, dass da Leute hatten die Ahnung. Und wie gesagt, ich bin überhaupt null Fan gewesen von diesem ganzen dem und dem. Ich fand noch den allerersten Hulk ziemlich geil, also den mit Edward Norton. Ja. Fand ich sehr geil. Aber danach hat es mich nicht so, ich fand die Avengers, nicht die Avengers, sondern die Avengers mochte ich nicht. Ich fand die Guardians ziemlich geil, aber nur so Teilsachen. Aber dann dieser Film, den ich mir zweimal sogar angeguckt habe, also dass ich mir so ein... Und ja, das macht mich immer wieder dann traurig, wenn ich mir denke, so, was für eine verpasste Chance aus so einem riesigen Universum. Und Star Wars ist ja mal, naja, ob größer oder nicht, weiß man nicht, aber zumindest ähnlich Marvel gleich größer, so in dem Ding. Weil davon gibt es ja nicht so viele. Und viele haben es ja schon verhauen. Ich meine, Star Trek. Ja, immer wieder Neuanläufe. Ja, genau. Immer wieder Neuanläufe, wo man sagen muss, und Star Wars hatte ja diese Neuanläufe nicht. Star Wars ist Star Wars. Ja, und Marvel hatte, ist auch wieder schwierig zu sagen, weil ich glaube, Marvel hatte ja viele Versuche am Anfang und hat dann so eine Spur gefunden. Weil ich glaube auch, erst jetzt konntest du Marvel so machen, wie es ist, weil davor, ja, ich kenne noch den Spider-Man, wo sie einfach nur das Bild gedreht haben, wo er einfach nur irgendwo rumläuft. Das Netz geworfen. Genau. Und dann kamen halt so diese ersten, ich kann mich auch erinnern, wir wollten ja eh noch mal so ein Big Review machen zu X-Men, wo dann die X-Men kamen und so zum ersten Mal diese Heldenfilme ins Kino kamen und das eigentlich für Nerds war. Ja. Und jeder Nerd sich dachte, oh mein Gott, X-Men, ja, und der normale Mensch dachte sich, Alter, was ist das für eine Scheiße? Und dann aber langsam ins Mainstream reingekommen ist und dann hast du... Dann langsam besser wurde und dann auf einmal The Dark Knight. Ja. Und dann dachten sich auf einmal... Okay, egal wie. Und die X-Men-Filme waren ja schon relativ beliebt. Die Spider-Man-Filme ja auch. So, klar, der ein oder andere Teil wurde dann immer, ja, der ist jetzt nicht so geil. Aber die wurden ja schon fürs breite Publikum auf einmal hergestellt. Ja. Und mit dem Marvel Cinematic Universe hat es dann auf einmal von vorne bis hinten geklappt. Ja. Das liegt aber auch daran, dass zumindest kein Film so richtig scheiße ist von Marvel. Also alle sagen zwar immer, ja, Iron Man 2 ist der absolute Drecksfilm. Ja, das stimmt nicht so. Also es muss jetzt nicht mein Lieblingsfilm sein oder so. Nee, also zumindest, ich muss sagen, die Iron Mans habe ich sogar vor einer Weile schon mal wieder gesehen. Und ich finde, auch hier, alle drei macht einfach Spaß. Ja, da ist kein tieferer Sinn für mich, sondern es macht einfach Spaß. Ja, und ich glaube, dass das Wichtige ist, dass kein Film so richtig wehtut von dort. Ja. Und wahrscheinlich wirklich diese, dass jeder Film diese Hauptstory irgendwie verbindet. Und das ist vielleicht nochmal auch ganz wichtig, sogar wie bei Serien, wo man sagt, man hat jetzt ein bisschen schwächere Folgen, aber es ist trotzdem Teil des Großen und Ganzen. Und hier ist auch vielleicht so mal einen schlechteren Film, der so ein bisschen schwächer ist, aber du weißt genau, ey, da gibt es ja noch 22 andere, die... Und vielleicht war der Film vielleicht an sich jetzt nicht der allerbeste von allen, aber hat trotzdem mit der einen Szene dafür gesorgt, dass das Universum wieder ein bisschen miteinander verbunden wurde, dass man sagt, ah, die Szene ist aus hier und das war aus da und so weiter. Ja. Und ja, wobei ich sagen muss,
und da bin ich natürlich wieder mächtig voreingenommen, Star Wars wird nachhaltiger sein. Ist es auch immer noch. Also Star Wars hat jetzt schon 40 Jahre auf dem Buckel und noch mehr. Und ich glaube, es wird auf jeden Fall die Generation Marvel geben, ja, die also jetzt auch 9, 10, 11 Jahre alt sind und dann irgendwann sagen, boah, jetzt mal wieder wie früher alle Marvel-Filme gucken. Aber ich glaube, wie gesagt, ich bin voreingenommen, dass der Einfluss von diesem Marvel-Film nach und nach verblassen wird. Und ich glaube, das ist ein Problem, was Star Wars eventuell, selbst mit allen Sachen, die jetzt kommen, diese ersten 6 Teile haben die Leute so geprägt mit allem drum und dran, diese Geschichte, die dahinter steckt, ja, dass das... Na, man muss auch sagen, ich glaube, aus dieser Zeit, ich merke es ja immer wieder, es gibt ja so legendäre Filme, die vielleicht nicht mal den Sprung gut geschafft haben in die Moderne, weil sie einfach alt aussehen. Also wenn ich mir Lukes Frisur ansehe, dann denke ich mir, oh, aber nicht es unbedingt sind halt, Justin Bieber. Aber es sind halt wirklich Dinge, die einfach so der Grundstein sind von dessen, was Film wurde und alles Weitere auf dem aufbaut. Ja, und natürlich hat man Marvel, das technisch einfach 1000-mal besser ist und so weiter, aber trotzdem ist da der Grundstein gelegt für alles Weitere. Und es gibt ja vielleicht, könnte man sagen, Filme, die man sich ansieht und sieht, da fehlt nichts. Du guckst sie von vorne bis hinten und es macht einfach Spaß. Weil die Geschichte stimmt. Ja. Ja. Lass uns, wir setzen einfach, wir machen ein kurzes Päuschen, setzen dann genau da einfach nochmal an, kommen aber schon mal jetzt zum Star Wars Talk. So, kurzes Päuschen gemacht. Wir machen einfach direkt da weiter, weil ich habe einen Kumpel, der sich letztens mit seiner Freundin zum ersten Mal die komplette Skywalker-Saga angeguckt hat. Der hat zwar schon mal einzelne Star-Wars-Teile so gesehen und die Leute fühlen sich ja immer angehalten, mir gleich Bescheid zu sagen, wenn sie Star Wars gesehen haben, was ja gut ist, weil ich rufe dann auch gleich zurück und sage, ah, wie fandst du denn das und das und das? Und er war überrascht, erstmal, wie gut seine Freundin das fand, weil die hat mit solchen Filmen gar nichts am Hut und war von sich selbst überrascht, weil er der Meinung war, er kannte nur 7, 8 und 9 von den Trailern und so weiter und dachte, hat sich eigentlich zum Anfang der Saga, also bei 1 und 2, auf 7, 8 und 9 gefreut, weil er halt wusste, okay, das sind die Sachen, die jetzt so in den letzten 5, 6 Jahren gedreht wurden, das ist optisch viel, viel geiler und so weiter und kam dann aber zu dem Schluss, wie enttäuscht er war von diesen neuen Filmen und dass er nie gedacht hätte, dass, Achtung, Episode 4, 5 und 6 für ihn Star Wars sind. Und das von jemandem, der mit Star Wars eigentlich nichts am Hut hat, großartig, außer dass er mich kennt, die Teile nie so wahrgenommen hat, was der geschichtlich jetzt irgendwie passiert und sonst irgendwas. Und ohne, dass ich ihm gesagt habe, naja, pass auf, also 1, 2 und 3 sind okay und 4, 5 und 6 ist eigentlich das richtige Star Wars und 7, 8 und 9 sind sowieso von allen gehasst. Ich habe ihn einfach gucken lassen, ohne diese ganzen Infos von mir. Und es ist sehr interessant, wie das von alleine sich so ein bisschen rauskristallisiert. Dass er so als Basis, so hat er mir das erklärt, für ihn sind 1, 2 und 3 so die Basis für das Verständnis der Galaxis. Ja, dann wird's geil mit Episode 3, mit dem Ende, wo man erstmal das Ausmaß dessen versteht, was dann passiert. Und dann 4, 5 und 6 als Abschluss dieser Geschichte. Und 7, 8 und 9 hatten null Bewandtnis für ihn. Er hat das zwar verstanden, wenn die Leute auf einmal dort aufgetaucht sind, aber das waren für ihn tatsächlich nur Cameos und keine Hauptcharaktere, die zurückkehren, um wieder in ihre Rolle hineinzuschlüpfen, sondern nur Cameos. Und das fand er ein bisschen schade. Ich finde das natürlich auch ein bisschen schade, wobei ich natürlich froh bin und mich freue, wenn jemand sagt, ey, und das ist jemand, der übrigens mit alten Filmen gar nichts anfangen kann. Also er würde sich selbst mit Terminator 2 oder so, könnte er nicht gucken, weil es halt nicht aussieht wie von 2013, 14, 15. Er ist halt diese Marvel-Filme und so gewohnt. Und ja, und gerade deswegen denke ich, um den Kreis zu schließen von dem Thema davor, der Kreis schließt sich, dass Star Wars einfach ein bisschen
nachhaltiger ist, weil es halt nicht nur visuelle Effekte sind, sondern auch eine kleine, gut erzählte Geschichte dahinter steckt, die einen auch begeistern kann. Ja. So. Naja, man muss ja sowieso sagen, also ich merke es auch immer wieder, wenn ein Film eine geile Geschichte hat, dann gucke ich ihn öfter als so eine, wie soll ich sagen, so eine Effektexplosion. Es gab ja mal, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, es gab einen Zeitraum, wo so diese Massenschlachten in waren. Ja, Herr der Ringe, ja. Troja, Alexander der Große, und man hatte überall Massenschlachten. Und irgendwie war das schon geil im Kino, wenn dann irgendwie 10.000 auf 10.000, aber die habe ich nie nochmal geguckt, weil das war halt genau, man hat darauf gewartet, man hat es gesehen und die Geschichte an sich war nur der, sozusagen, um das dahin zu bringen. Ja. Und bei Star Wars ist es ja tatsächlich ganz nicht viel so. Dazwischen. Bei, genau. Das, da ist es ja auch das, aber halt nicht nur das. Ja, naja, wir haben halt diese, wir haben einfach eine Entwicklung, ja, die praktisch, wo sich die Charaktere selbst entwickeln und nicht nur da sind, um, der hat Stress mit dem, jetzt kommen zwei Armeen, bam. Genau. Ja, und das denke ich auf jeden Fall ist schon, wie du schon sagst, dieses Nachhaltige, dass man wirklich sagt, man guckt sich das an. Und man muss ja sagen, auch diese Heldenstory, ja, wenn Luke sein Schwert und das Ganze, das ist ja alles so ein Wow-Effekt. Ja, weil es halt auch nicht nur auf Action ausgelegt ist, sondern auch so auf zwischenmenschliche Sachen basiert und dann, ja, also man kann halt, ich finde, man kann in Star Wars so ganz viel finden, man kann sich davon berieseln lassen, sorry, aber man kann sich auch richtig reinfuchsen und geile Sachen sich daraus ziehen, und zwar egal, ich meckere ja immer über die Sternzerstörer und so weiter, ja, oder das Imperium an sich, aber wenn man darauf Bock hat, da kannst du dir unzählige Bücher besorgen, die sich nur mit diesen Leuten dort befassen, die dort zur Akademie gegangen sind, ja, und so weiter. Oder du befasst dich mit Büchern der dunklen Seite oder mit Jedi-Abenteuer oder mit ganz anderen Leuten, mit so Space Cowboys oder halt auch bei Mando so mit Kopfgeldjägern. Also du hast halt sehr, sehr viel, was schon ausgeschmückt wurde, um dich damit zu befassen. Man muss ja auch sagen, dass vielleicht im Gegensatz zu Marvel Star Wars ja ein Universum ist. Und die Marvel Comics, es gibt ja wie 20 Spider-Man, Amazing, Ultimative und so weiter. Also praktisch, das heißt, es gibt nicht nur diese eine Figur, sondern zig weitere. Und das, finde ich, macht halt so ein bisschen schwierig, auch die Welt für sich zusammen zu erschließen. Wobei Star Wars jetzt mal die Legend mit eingeschlossen damals. Aber war ja, das ist jetzt, fühlt sich ja trotzdem nach dem gleichen Universum an. Ja, ja, genau. Es gibt nichts, wo ich sagen würde, klar, gibt es mal Bücher, die total der Müll sind, dann, aber es ist trotzdem in dem Universum, man sagt nicht, ey, wir kapseln das jetzt mal komplett ab. Ja. Deswegen sage ich ja, ich war immer der gesagt hat, es ist schade, dass es dann rausgenommen wurde, und sozusagen für mich gibt es ja auch in dem Sinne ein Legend Star Wars, wo ich mich zu Hause fühle, und es gibt ein Disney Star Wars, wo ich mich weder zu Hause fühle, noch so wirklich interessiert bin. Wie gesagt, früher habe ich extrem viele Bücher gelesen, und dann halt jetzt muss man dich da halt irgendwie hinprügeln. Ja, ne, ich würde, wenn man das überhaupt schafft. Ich würde wahrscheinlich am liebsten nochmal, wenn ich irgendwann mal Zeit habe, werde ich die Erben der Jedi nochmal lesen mit meinem Luke. Mit deinem Luke. Mit meinem Luke und Mara Jade und den Kindern und den Solos und den komischen Außerirdischen. Das war wirklich mein Ende des Star Wars. Ja, ja. Die, weiß ich, 22 Bücher, wo wirklich hier nochmal ein Superstern zerstört, also wo es noch epischer wurde, aber es wird nie verfilmt. Glaube ich auch erstmal nicht so. Aber wer weiß, vielleicht kriegen wir ja nochmal eine Paralleluniversum, bla bla bla, Star Wars Comic-Reihe oder irgendwie so. Naja. Apropos Paralleluniversum, es sind ein paar Infos rausgekommen, wie denn George Lucas' 7, 8 und 9 ausgesehen hätten. Oh. Wir hatten das ja schon offiziell? Mal so. Ja, ist offiziell. Das heißt, wir hatten das ja schon mal so ein bisschen auch, dass Luke ungefähr den gleichen Weg eingeschlagen hätte wie der Luke, der jetzt nicht mehr da ist. Und wobei ich ja nochmal sagen muss, dass mich das gar nicht stört, dass er so ein bisschen zurückgezogen ist. Das machen Obi-Wan und Yoda ja auch. Sondern so ein bisschen das Wie. Wie es dargestellt wurde. Naja, auch das Wie. Also wenn er am Ende das alles so gemacht hätte, das alles auch ein bisschen mehr erklärt worden wäre, wie das denn dazu kam, also vernünftig erklärt, nicht mit zwei Szenen und naja, das ist halt der Grund, so, hast du doch jetzt gesehen, muss reichen, sondern
ja, weiß nicht, ein bisschen besser eingeleitet, plus wirklich einen krassen Luke-Moment oder so, dann wäre es für mich auch nochmal ein bisschen was anderes. Aber ja, wie es aussieht, sollte wohl der Hauptbösewicht in dieser neuen Star Wars Trilogie 7, 8 und 9 von George Lucas, sollte das tatsächlich Darth Maul sein. Mit einer Schülerin, die Darth Talon, glaube ich, hieß. Ich bin mir nicht gerade ganz sicher. Auch das werde ich nachher nochmal einblenden dann. Und ja, weil in dem Moment, wo das Imperium zerbricht, sieht Maul seine Chance. Es gibt ja sehr viele kriminelle Untergrundorganisationen, die er dann an sich reißt, um dort dann als neuer Herrscher oder was auch immer, also als Bösewicht, probiert seinen Weg denn da durch die Galaxis sich zu kämpfen. Und wir wissen natürlich noch lange nicht genug, um da irgendwie jetzt eine volle Story draus zu machen. Aber was hältst du denn von diesem Gedanken? Also ich muss sagen, ich mag Maul als Charakter, aber ich habe ihn nie gesehen als wirklich Oberbösewicht. Dass man sagt, okay, jetzt baut man den mal zu einem Mini-Imperator auf. Also klar hätte man es irgendwie schaffen können, aber zumindest das, was ich jetzt weiß von ihm durch Rebels und so weiter, hat er für mich gar nicht das Zeug, weil er so ein verwirrter Sabrak ist. Sabrak ist, genau. Aber jetzt keiner, wo ich wirklich dem zumuten würde, dass er jetzt auf ein Darth Vader-Niveau kommt. Ja, wobei man das natürlich filmisch schon erreichen hätte können, wenn man sieht, das ist Maul, 30 Jahre später, und jetzt ist er halt nicht mehr der aus Episode 1, weil Rebels wäre ja dann wahrscheinlich gar nicht passiert. Aber stimmt, ich genau glaube, man hätte ihn schon dahin heben können. Ja, aber wer Clone Wars wäre ja passiert. Ja. Ja. Also ja, hätte man vielleicht, aber ich glaube, man hätte viel, viel machen müssen, viel Dunkles, damit es dann wirklich so, weil wie gesagt, man darf ja nicht vergessen, auch wenn das jetzt nicht so geil geworden ist und alles, ist ja der Imperator als Oberbösewicht einfach das Ultimative im Moment. Ja. Ich glaube sogar, nehmen wir an, Darth Vader wäre wiedergekommen, fände ich es doch geiler, den Imperator als Hauptbösewicht. Ja, weil, wie gesagt, ist einfach ultimativ. Das ist natürlich auch sehr, sehr schwer. Ich glaube, das Einzige, womit du es wirklich vor allem für die Nerds oder für die Fans auch, nicht nur für Nerds, hätte es toppen können, ist, wenn es wirklich Darth Plagueis gewesen wäre. Also, wenn irgendwas Palpatine toppen könnte, dann nur den Meister von Palpatine. Ja. So. Also, wobei ich das interessant war. Also, es wird bestimmt irgendwann mal rauskommen, so dieses originale Skript sozusagen. Ja, dieses Layout so ein bisschen, was ungefähr hätte passieren sollen. Und dann können wir uns damit nochmal ausführlich befassen, weil ich finde das schon interessant. Und natürlich springen jetzt viele auf den Zug und sagen, das wäre so viel besser gewesen. Aber wer weiß. Also vielleicht wäre es auch Quatsch gewesen. Also ich glaube, es wäre für mich persönlich doch cooler gewesen, wenn George Lucas das gemacht hätte, weil es einfach sein Ding ist. Und ich glaube, dann hätten wir zumindest, auch wenn es nicht jedem gefällt, hätten wir etwas Einheitliches. Ich glaube, das wäre ein großer Unterschied. Ich glaube, der größte Fehler war, also hätte Disney es genauso gemacht, auch mit JJ und allem drum und dran, dass George Lucas, wie es ja ursprünglich geplant war, dass er einfach trotzdem als Berater weiter beiseite steht, um das Universum wirklich als eins auch auszuzeichnen. So, ja. Aber ich glaube, weil George Lucas hat sich ja damals Gedanken gemacht, wofür ist Uta Pau überhaupt gut? Warum existiert ja dieser Planet? Warum ist das jetzt so wichtig, dass Grievous dort ist? Mhm. Und was ist Mustafa? Was hat der jetzt für eine Bewandtnis in der Galaxis? Was machen die da, wenn die da Sachen schmelzen und blablabla? Der hat sich halt Gedanken darüber gemacht. Und ich glaube, dass das Disney auch irgendwann gestört hätte. Zu dem Punkt kam es ja gar nicht erst. Mhm. Aber ich glaube, dass das Disney irgendwann gestört hätte, wenn er jedes Mal sagt, ja, aber warum ist das da? Warum ist dieser Planet jetzt da? Warum fliegen die jetzt ausgerechnet zu diesem Planeten? Mhm. Und Leute wie JJ sagen dann, ja, na, weil sie irgendwo hin müssen. Und da muss halt dann, da ist halt ein bisschen Gras und dann ist das halt so. Aber die Frage ist, warum dann Disney, also was war, Disney ist ja Bob Iger. Gewesen. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt. Ja. Die Frage ist, warum hat Disney Star Wars gekauft?
Das Branding. Die wollten schon Mitte der 90er Star Wars haben. Okay, dann aber ist die Frage, ob man nicht hätte sagen können, ey, wir holen Star Wars, gar kein Problem, aber George macht trotzdem die Filme. Es gehört jetzt uns. Ja, aber George Lucas wollte, er wollte ja 7, 8 und 9 sowieso machen. Hat dann aber genau in der Zeit eine Tochter bekommen und hat gesagt, okay, wenn ich jetzt eine neue Trilogie mache, werde ich mindestens 10 Jahre mit dem zu tun haben, weil George Lucas macht nicht jedes Jahr ein Star Wars. Ja, macht alle 3 Jahre kommt ein Ding raus, aber du bist trotzdem diese 3 Jahre nonstop damit unterwegs. Plus, Disney hat ja dann die Rechte, ist ja nicht wie bei Fox. Fox konnte damals Einwände bringen. Die waren zum Beispiel total dagegen, dass Anakin in Episode 1 ein 10-jähriger Junge ist oder 9-jähriger. Haben ihm das gesagt und George sagt, I don't care. Und das war's. Und dann hat er trotzdem seine Sachen gemacht. Das heißt, er hatte immer die Rechte. Bei Disney hätte er wahrscheinlich Rechte abgeben müssen. Selbst wenn die gesagt hätten, ey, mach was du willst. Du pass auf, ey, wir finden es besser, wenn du vielleicht nicht Darth Maul nimmst, sondern so und so und hier und bla. Und dann hätte George wahrscheinlich sowieso von alleine irgendwann das Handtuch geworfen. Und das wäre halt sowieso nicht, hätte das irgendwie nicht funktioniert, weil George Lucas ist halt auch so ein Control-Freak, wie alle großen Männer es irgendwie sind. Ja? Die wollen aber, kann ich mir auch vollkommen vorstellen, weil ich meine, es ist ja deine Geschichte, die du gebaut hast und du weißt, wie du schon gesagt hast, du weißt genau, warum, wo was ist. Und jetzt hat man einfach den Beweis, zumindest, wie gesagt, die Filme waren ja keine Abstürze, die waren ja mega erfolgreich, 7, 8 und 9, aber storytechnisch wären die einfach wahrscheinlich nie in die Annalen der Geschichte eingehen. Man wird immer 1 bis 6 sehen, das ist die George-Lucas-Saga und damit ist es abgeschlossen. Ja. Und den Rest kannst du in den Müll schmeißen, weil, wie du schon sagst, Leute sich das dann angucken. Für sich betrachten halt. Ja. Aber ich glaube schon, wenn Leute gar keine Ahnung haben, 1 bis 6 gucken, denken sie sich, wow. Ja, oder, ey, okay, verstehe ich. Ja, aber und dann kommt der Rest und dann denkt man sich so, weil ich habe ja ein paar Mal den Anlauf genommen, 8 zu gucken und ich konnte es einfach nicht machen. Es ging einfach nicht, weil ich bin eingepennt und es hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Ja. Und das ist nämlich, und 9, auch wenn man, aber er macht Spaß. Ja, ich gucke den, es macht Spaß, die Charaktere absurd und so weiter. Absurd von vorne bis hinten, aber es ist halt ein Ritt, der einfach. Ja, und 7 macht ja auch Spaß. Ja. Es ist, halt, es ist eine sehr, sehr schwierige Trilogie, wie ich finde. Also wirklich, weil auch 7 fühlt sich jetzt nicht an, als wäre das Teil von Episode 1 bis 6. Ja. Aber so als losgelöstes Star Wars Adventure funktioniert das ja dann doch schon irgendwie. Ja. Und wenn man 9 direkt hinterher guckt, dann sagt man sich, okay, so. Aber es ist halt erstes Spiel. Wobei es sowieso schwierig ist, weil ich glaube, das ist einfach dieses Ding in der Neuzeit und schon für mich auch Rogue One und Solo sind halt schwierig da reinzubringen, weil es halt doch optisch ein bisschen anders ist. Es ist alles so ein bisschen anders als die alten, also von 1 bis 6. Das ist ja klar. Wobei das ja nicht schlecht, aber ich mag ja Rogue One, macht mega Spaß, ja, Solo ist, ja. Aber trotzdem, man merkt halt optisch, ist es doch noch ein bisschen was anderes. Die anderen sind so ein bisschen mehr zusammengebundener, finde ich. Ja. Wobei 4 bis 6 seine eigene Optik hat und 1 bis 3 die eigene Optik. Und diese Zusatz-Star Wars-Stories sind ja eher in der Optik von 7 und 8, obwohl sie davor spielen. Es ist schwierig so. Also, egal. Okay, lass uns über, ich glaube, Kapitel 11 sind wir jetzt bei Mando. Lass uns ein bisschen über Mando quatschen. Ich wollte letzte Woche noch mit dir über Baby Yoda quatschen. Das haben wir irgendwie kurz angeschnitten, aber gar nicht rausgeholt, dass der auch immer diese ganzen Embryonen dort frisst. Der frisst ja eh alles. Ja. Und es gab einfach einen riesen Aufschrei. Leute haben auch echt nichts zu tun, ne? Corona, neuer Präsident oder der Alte macht immer noch Ärger und keine Ahnung, aber Baby Yoda hat da ein paar Eier gefressen und da gehen die alle auf die Barrikaden, ja? Echt, ja? Also lass uns das gleich in ein Paket schnüren. Genau die gleichen Leute regen sich jetzt auf, dass die weiblichen Mandos körperzugeschnittene Rüstungen tragen. Wo ich mir denke, Leute, haltet einfach die Fresse. Wirklich, haltet einfach die Fresse. Ihr habt, also, wenn ihr nichts mit Star Wars am Hut habt, super, gar kein Problem. Aber Anakin hat seine schwangere Frau gewürgt und damit so halb umgebracht, hat keiner was gesagt. Anakin selber steht dort, er hat ganz schön viel Kinder misshandelt eigentlich, steht dort und metzelt ein paar Jünglinge nieder, ja, haut seinem eigenen Sohn die Hand ab und
darüber hat sich ja auch nie einer beschwert. Das ist mehr so ein, oh mein Gott, hat er jetzt nicht gemacht, Moment. Ja, aber also es haben sich sehr, sehr viele Leute darüber aufgeregt, die auch gegen Abtreibung und so weiter sind. Ja, aber das ist ein Menschenleben, kann man so nicht darstellen. Das ist verherrlichend für Abtreibung. Und so. Leute, das ist geschissen, das ist Sci-Fi, ja, das ist Fantasy, das ist ein Film und ich finde, Filme haben nicht die Aufgabe, zu lehren. Das ist Unterhaltung. Und zwar ob gut oder schlecht. Mhm. Aber egal wie, Filme haben nicht die Aufgabe, soziale Themen irgendwie vernünftig aufzuarbeiten, damit man auch mit einer Lektion rausgeht. Und das macht Star Wars aber nonstop eigentlich, ja? Dass man sagt, ey, und wenn du an das Gute glaubst und wenn du dich immer auf die richtige Seite stellst, kann alles werden und so weiter. Ja? Also die großen Themen sind ja da. Baby Yoda ist ein Alien. Die also Disney hat sich sogar dazu geäußert, ne? Diese Embryonen sind noch nicht befruchtet, wurde in einem Kommentar gesagt, dass man sagt, ja, aber die leben doch noch gar nicht richtig, einfach, die hätten gar nichts dazu sagen sollen, einfach so stehen lassen, diese Leute, die ja, ich meine, es gibt ja auch Menschen, die Eier essen. Ja, es gibt auch Leute, die Eier essen, ja, und Baby Yoda ist eine Spezies, die nicht existiert. Diese Eier, die dort gezeigt werden, sind von einer Spezies, die nicht existiert. Und wie kann man sich über so eine Scheiße aufregen? Dann musst du dich ja auch über alles andere aufregen, wenn da irgendwo mal bei Jurassic World wird doch auch ein Schaf da irgendwo reingeworfen, ja, zum Dino-Füttern und so weiter. Und es war vielleicht auch noch ein Lamm und so. Da soll ja jeder, was Abtreibung angeht, seine Gedanken zu haben und so. Aber projiziere das doch nicht alles immer auf die Filme mit allem drum und also völlig behindert, ja, meiner Meinung nach. Und jetzt regen die sich auf, dass die Mando-Rüstung halt Titten haben und oder zumindest Rundungen, die doch sehr daran erinnern, dass sich dort drunter eine Frau verbürgen könnte. Ey, weibliche Mando-Rüstung gibt es spätestens seit Rebels, wenn nicht schon vorher. Also es gibt auch bei The Old Republic gibt es auch weibliche Kopfgeldjäger, da sieht man auch, ja, dass die. Außerdem habe ich glaube, letztens wurde mir vorgeschlagen, ein Video von, ich glaube, irgendeiner Star Wars Con 2017 oder sowas, wo die auch so einen riesigen Marsch von Mandos haben, sehr ganz viele Mädels, ja, die halt schon ein bisschen fast zu erotisch in dieser kleinen, ja, das ist Wahnsinn, war, was die Leute sich irgendwie aufregen und ja, einfach nicht gucken, dann einfach ja, nicht gucken, ja, aber einfach sich jetzt darüber aufregen, finde ich völlig sinnlos einfach, weil es wird sich nicht ändern, hoffe ich zumindest. Ja, solche Sachen sollten nie Auswirkungen haben und das sind ja keine Stripperinnen, die da jetzt mit einem Jetpack durch die Gegend fliegen, ja, sondern es ist Bo-Katan und Bo-Katan gibt es schon seit 5000 Jahren gefühlt so, ja, im Star Wars Universum und die sieht in dieser Mando-Folge genauso aus, wie man sie aus der Serie kennt und das ist geil und nicht, dass man da so ein bisschen ihre Rundungen sieht, nicht, das ist geil, ja, und ich kann es nicht verstehen und denke mir, Leute, wirklich einfach Backen halten, so. Lass uns über die Folge sprechen. Es ist jetzt die dritte Folge der zweiten Staffel und dein Eindruck? Ja, es ging weiter. Also man hat ja in der, boah, wie ist es, Razorcraft? Razorcrest, genau. Die war ja schon ein bisschen im Müll. Ja. Die sind auf dem Planeten gelandet. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Welcher war denn das? Das ist auch eine Frage an den an die Zuschauer mal, weil sehr, sehr viele in ihren Videos und so weiter sagen, dass das Mon Cala war. Wegen den Mon Calamari. Ja, wegen den Quaren und den Mon Calamari. Aber ich habe die Folge jetzt zweimal gesehen und also es kann sein, dass ich es jedes Mal verpeilt habe, aber es wird nicht spezifisch gesagt, dass das Mon Cala ist. Glaube ich zumindest. Ihr könnt mich gerne korrigieren. Aber weiter. Ja. Tatsächlich, also was mir, ich fand die Folge wieder mega cool, es hat mir sehr viel Spaß. Wie lang war die, weißt du noch ungefähr? Diesmal nur, also reine Spielzeit, nur 30 Minuten. Oh, wir gehen wieder runter. Wir gehen sehr, sehr runter. Ja, ja, weil das hat mich irgendwie, tatsächlich ging die schon wieder sehr schnell, im Gegensatz zu den ersten beiden. War natürlich das Highlight, war, dass Ahsoka genannt wurde. Genau. Okay. Und ich hoffe mal, dass jetzt im vierten sieht. Fünften. Ich glaube, es gab. Oder vielleicht Ende vierte und in die fünfte rein. Ja, ja, also so wird es ungefähr sein, weil es gab sehr, sehr viele Gerüchte, bevor die zweite Staffel überhaupt ausgestrahlt wurde, dass wohl Bo-Katan in der dritten Folge auftauchen soll.
und Ahsoka in der 5. Also, wobei ich dann gespannt bin, weil wir hatten ja dieses Thema, dass der Mando vielleicht ohne den Mando ist. Also wegen dem Schauspieler. Also ja, da, wir sind ja jetzt eigentlich schon gut drin in der Serie, können wir ja kurz drüber quatschen. Es macht bisher eigentlich nicht den Eindruck, als wenn sich das so ein bisschen aufteilen würde. Also es werden zwar jetzt mehrere Storylines ein bisschen angeschnitten, aber ich habe im Moment nicht den Eindruck, als wenn wir nächste Woche den Mando gar nicht sehen würden. Nee, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jetzt Bo-Katan, dass diese Story jetzt auf einmal verfolgt wird. Dass man sagt, Mandalorian und der ist ja gar nicht da. Ja. Ja, also man sieht ja wieder ein bisschen mehr von Baby Yoda, dass er alles frisst, was irgendwie da ist. Wobei er diesmal sich zurückgehalten hat und das Neugeborene nicht frisst. Siehst du, frisst er doch gar nicht. Stimmt. Wobei jetzt mittlerweile, muss ich sagen, nutzt sich bei mir so ein bisschen dieser Baby Yoda-Bonus so ein bisschen ab. Also ich habe schon gemerkt, so in der ersten Staffel mega cool, den zu sehen. Ja. Und jetzt, also zumindest von meinem Gefühl, sollte mal was mit ihm passieren. Weil am Anfang war er noch ein bisschen mit der Macht. Man hatte so, oh, was könnte er? Und jetzt im Moment ist es halt wieder so. Ja, zum Anfang wusste man halt noch nicht generell bei der Serie, worauf man sich so fokussieren soll. Und man dachte, oh, Baby Yoda und okay, Mando. Aber was machen wir jetzt damit? Mittlerweile gibt es ja, und eigentlich finde ich das ganz gut, weil wir hatten ganz, ganz zum Anfang, als Mando rausgekommen ist, habe ich die Frage gestellt, funktioniert der Mando überhaupt ohne Baby Yoda? Und ich bin jetzt eigentlich fast der Meinung, ja, funktioniert auch ohne, weil Baby Yoda ist in mehreren Folgen manchmal sehr, sehr beiseite, selbst wenn er zu sehen ist, dann macht er kurz, dann sagen wieder alle, na. Aber rein storytechnisch, unabhängig davon, dass die probieren halt seine Spezies zu finden oder ihn zurück zu den Jedi zu bringen, was auch immer, finde ich es eigentlich ganz gut, dass die Sendung es mittlerweile schafft, wirklich auch ohne diese Baby-Yoda-Storyline zu funktionieren einfach. Werden wir eigentlich, weil wenn ich mir so zeitliches überlege, dann werden wir ja schon eine ältere Ahsoka sehen. Ja oder? Gut, aber sie ist ja eine Togruta. Und wie alt werden die? Wie alt die werden, genau, das ist halt relativ ungewiss. Was aber interessant ist, wo du gerade vom Alter sprichst, Bo-Katan sieht ja, wir sehen sie ja das letzte Mal, also du noch nicht, aber wir sehen sie nochmal in Rebels. Und davor ja in Clone Wars. Also ich weiß nicht, ob du dich noch an sie erinnerst. Sie ist in den letzten 4 Folgen der 7. Staffel diejenige, die mit Ahsoka Maul dann fängt. Ja, also sie ist die eine. Und rein optisch sind wir jetzt vielleicht so 10 Jahre später, so in Mando. Ja, also rein optisch nur. Wenn du dir Obi-Wan in Episode 3 anguckst dann oder in den Klonkriegen und in... Aber man gibt immer Tatooine die Schuld, also dass die zwei Sonnen halt mächtig reindrücken. Aber das nur so nebenbei natürlich. Und bei Ahsoka ist es ja völlig egal eigentlich, weil wenn sie, wenn so eine Togruta im Durchschnitt eventuell 140 wird, dann sie wird jetzt, Ahsoka wird jetzt Ende 30, Anfang 40, vielleicht Mitte 40 sein. Rosario Dawson ist ja genauso alt auch. Ich glaube Anfang 40. Und somit wird das genauso passen. Denkst du, könntest du dir vorstellen, dass das jetzt nur so eine kurze Sache wird oder dass man sagt, man bindet sie ein bisschen länger ein? Oder gibt es schon, weiß man, wie oft sie vorkommen soll? Also ich könnte mir vorstellen, dass das dadurch, dass wir jetzt Bo-Katan, weil darauf wollte ich erstmal warten, um zu gucken, wie wird sie? Ist das jetzt nur so ein, hey, ich bin's, ich bin wieder weg? Und das war es ja für die Folge auch so ein bisschen, aber die hatten ja zusammen eine komplette Mission, dass man auch mal neues Publikum vielleicht dafür interessieren könnte, wer ist Bo-Katan und so weiter, ja. Und sie ist ja im Moment, zumindest soweit wir wissen, die rechtmäßige Erbin des Dunkelschwerts. Das weißt du noch nicht, aber das lernst du noch kennen. Also sie ist die, der das Dunkelschwert gehört. Es sei denn, Moff Gideon hat es ihr in einem Kampf abgenommen. Mhm. Das wissen wir halt noch nicht, aber wir werden das schon noch erfahren. Also ich denke, dass es da nochmal weitergehen wird. Und ich denke aber, dass das ähnlich eingeflochten wird dann mit Ahsoka, dass es eine Folge wird. Und das war es dann. Also ich hoffe nicht, aber ich glaube schon, weil die Serie immer noch The Mandalorian heißt. Und nicht, ja, das stimmt. Und nicht Star Wars Biggest Adventure. Was macht denn eigentlich zu dieser Zeit Luke Skywalker? Der baut gerade den neuen Jedi-Orden auf. Den wir vielleicht sehen oder auch vielleicht nicht sehen. Ich glaube, dass so eine Sachen vielleicht nicht komplett ausgeschlossen sind. Dass sowas eventuell für die 3. oder 4. Staffel, die da zusammengedreht werden. Das wäre natürlich krass, wenn man im Cast dann Mark Hamill
Naja, vielleicht nicht den Mark Hamill, vielleicht einen sehr verjüngten Mark Hamill. Ja gut, sehen. Stimmt, der wäre ja ein bisschen jünger wahrscheinlich. Ja. Aber ich finde erstmal, wie fandst du erstmal die Folge im Allgemeinen? Also auch das mit dieser kleinen Mission dort auf diesem imperialen Frachter und alles drum und dran, auch diese kleinen Action-Sequenzen dort drauf. Also an sich, ja, ich fand die wieder ziemlich cool. War für mich eher eine Füllerfolge. Tatsächlich so vom, also bis auf diese Information, wie gesagt, man hat Moff Gideon gesehen, so ja. Diese paar Sachen, wo ich sage, oh, jetzt geht's da ein bisschen weiter. Aber ansonsten habe ich halt mit denen, mit Bo-Katan und sowas, ein bisschen weniger zu tun. Oder als wenn jetzt Ahsoka kommt und ich denke so, oh, geil, jetzt kommt jemand mit Lichtschwertern. Ja, na, ich denke, also für mich, ich fand die super. Und für viele im Netz gilt das auch als so mit die beste Mando-Folge und so. Aber das liegt natürlich an der emotionalen Bindung zu dem Star-Wars-Lore, was da schon wieder so ausgefächert wird mit Bo-Katan. Ja. Und das funktioniert ja auch sehr gut. Aber ich glaube, dass es auch als einzelne Folge sehr gut funktioniert, unabhängig von Bo-Katan, dass man sagt, ey, geil. Was ich total geil fand, war, sobald die sich dann auf diesem imperialen Frachter befinden und erstens sieht das aus wie verfilmtes Rebels und ich liebe halt Rebels, deswegen funktioniert es für mich halt sehr, sehr gut. Aber die ganzen Sequenzen, wenn die da durchrennen mit allem, das sieht aus wie von Dave Filoni animiert, aber halt dann in Live-Action. Plus, ich muss sagen, ich finde weibliche Mandos fast schon cooler. Also die sehen einfach viel geiler aus, wenn die sich bewegen, wenn die kämpfen. Ja, die sehen viel smoother aus. Ja, das stimmt. Und das ist bei Rebels halt auch schon so. Ja, dass die Männer ein bisschen klobiger sind. Ja, ein bisschen robuster sich bewegen und die Frauen fast schon so Ninja-artig sich bewegen. Und ich finde das einfach unfassbar cool. Und fand auch die Imperialen wieder gut dargestellt. Das, was 7, 8 und 9 überhaupt nicht geschafft haben. Ja, die erste Ordnung irgendwie. Ja, wobei das Lustige ist, tatsächlich meine Freundin fand die, also aber ich glaube, das ist so allgemein, die fand, die sehen immer die Sturmtruppen ein bisschen billig aus. Weil die halt so ein bisschen, weil sie halt immer so ein bisschen, sie sind halt immer so ein bisschen plastikmäßig, also es ist schwierig zu sagen. Also, ich separiere ja die Sturmtruppen von den Offizieren, die dort rumrennen. Ja. Aber der ältere Herr, der dann sagt, lang lebe das Imperium und der weiß, er muss jetzt hier so ein Kamikaze-Manöver starten und beißt dann noch auf so eine Elektro- Zion-Kali-Kapsel, fand ich eine Hammer-Idee. Stimmt, das so. Fand ich auch cool, ja. Ist einfach mega gut gelöst, ja, sieht geil aus, gab es auch im Star-Wars-Universum so noch nicht, also zumindest habe ich es bisher noch nicht so gesehen und zack, nein, aber du wirst mich vielleicht am Leben lassen, aber er wird es nicht. Ja. Und fand ich halt eine total coole kleine Miniszene, plus wir wissen jetzt auch endlich, dass Mando einem Kult von Mandos angehört, die eventuell nur The Watch heißt. Er ist ein Teil der Watch, während Bo-Katan ja von Death Watch ist oder sie sogar angeführt hat mit. Wobei wahrscheinlich der Mando selbst gar nicht so viel weiß darüber anscheinend, weil er ja kein richtiger Mando ist. Ja, und Bo-Katan ist ja gebürtige Mandalorianerin, ja. Und das fand ich eigentlich schon sehr cool, dass man eigentlich Mando bisher so als coolsten Charakter in der Serie so sieht und jetzt aber erfährt, dass er, das fanden übrigens auch sehr viele sehr scheiße, ja, jetzt ist er auf einmal so ein Honk, der gar nicht weiß, wo er herkommt und bla, aber das macht ja den Charakter eher interessanter, dass er noch viel zu lernen auch hat und ich fand das eine extrem interessante Szene, einfach wo die ihre Masken oder ihre Helme wieder abnehmen, wo habt ihr die Rüstung her und sie sagt, ich bin die dritte meiner Generation, die diese Rüstung trägt und bla, ich bin Bo-Katan von Mandalore und bla bla bla, wo ich mir denke, das ist geil. Und er einfach lernt, dass es wesentlich mehr gibt, als er weiß einfach. Ja. Wobei ich hoffe tatsächlich, dass da so ein bisschen diese ganzen, weil mir fällt auf, dass jetzt gerade in der zweiten Staffel, wir haben ja erst die dritte Folge, aber halt doch schon, wir haben Boba, wir haben Bo-Katan, ich hoffe, das sind nicht nur Zufallsbegegnungen, wie ich kann mich nämlich noch erinnern, als wir Picard geguckt haben und dann immer diese Charaktere wir holen mal den kurz rein, dann kommt der mal kurz rein, so, der muss auch noch mal gezeigt werden, so Gesicht zeigen. Nee, ich bin der Meinung, dass das schon, das wird zwei Gründe haben. Erstmal wird Mando jeweils auf jeden dort noch mal zurückgreifen, den er jetzt begegnet ist.
Plus, es wird halt das Filoni-Favreau-Verse aufgebrochen, in dem dann Bo-Katan ihre Serie hat. Oder Ahsoka und Bo-Katan. Ja, oder was auch immer. Cool, ja. Und ich glaube, dass das der Hauptgrund ist. Es ist nicht immer das beste Rezept, sein funktionierendes Franchise irgendwie voll zu spicken mit, ja, wir haben aber noch das und das und das und das vor. Weil damit kann man auch oft die Storyline kaputt machen. Aber ich finde, in dem Fall funktioniert es halt einfach. Auch das mit Ahsoka. Wobei ich frage mich so ein bisschen, wenn wir diese ganzen Infos nicht vorher hätten, ja, und schon gehabt hätten, ich glaube, dann wäre ich halt so einer, der würde die Folge gucken und würde hier völlig im Dreieck springen, also vor Freude. So, was, geil und so, aber dadurch, dass man halt... Wusste, dass irgendwann kommt, deswegen sage ich ja, man wartet. Also man zumindest wartet. Bei mir ist so, deswegen ist es vielleicht sogar ein bisschen negativ, weil man wartet und man vergisst alles andere rumrum, sondern fokussiert sich auf diesen Punkt, der hier gar keine Rolle spielt erstmal. Ja, das habe ich nämlich gemerkt, dass ich warte, wann kommt jetzt das nächste große Ding. Der erste Hinweis darauf, dass Ahsoka bald irgendwie auftaucht und so, ja. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, auch wenn ich ein Fan davon bin, dass wir jede Woche darüber reden, für mich, das ist mir so letztens nach der Folge dann klar geworden, ich habe in der ersten Staffel mir jede Folge ein- oder zweimal angeguckt. Aber so dieses, ich habe mal wieder Mando geguckt, das kam erst, nachdem die ganze Staffel draußen war. Und dann habe ich mir halt auch mal so einen Blog davon angeguckt. Zwei Folgen, die nichts mit der groben Storyline zu tun haben, mal weggelassen und einfach nur Folge 1, 2, 3 und dann 6, 7 und 8. So, weil das einfach richtig gut funktioniert. Und ich glaube, dass Mando tatsächlich am Ende, wenn alles draußen ist, rein vom Funktionieren her, schon besser so funktioniert, wenn man das Ganze am Stück guckt, weil man das, es ist ungefähr so, stell dir vor, wir gucken Episode 3 und dann gucken wir so die erste Raumschiffschlacht, so die ersten 15 Minuten, wie die da durch die Gegend düsen, nur mit dem Raumschiff, und dann ist halt Stopp. Ja, war cool, okay, aber mal gucken, eigentlich sollte doch noch Count Dooku kommen und so weiter, habe ich doch gehört. Und dann guckt man die nächsten 15 Minuten, wie sie sich mit den Druiden da durchboxen, und dann kämpft Anakin gegen Dooku und dann kämpft er den Kanzler. Boah, starke Folge. Und also wenn Episode 3 so aufgesplittet wäre, dass man immer eine Woche warten muss, dann kommt man halt nicht richtig rein. Aber guckst du Mando am Stück, hast du ein mega Erlebnis einfach. Und das ist halt, das ist, finde ich, sowieso bei Serien ganz oft dieses Problem, dass man auf der einen Seite immer sich freut und wartet und dann das guckt, aber auf der anderen Seite bei Serien, die alle schon da sind, wie bei The Witcher, dann sieht man es und hat wirklich dieses komplette Machwerk und kann von einer Folge zur nächsten, und so muss man halt, ich musste auch mal überlegen, warte mal, was waren zuletzt? Ah, die Spinnen. Ja, und so würde man praktisch, bam, eins, schwierig. Weil es ja auch da direkt anschließt, also es geht ja schon so rüber. Es ist zwar ein bisschen Videogame-mäßig, ja, also, ja, komm mit zu mir, ich kann dir sagen, wo du hingehen musst. Ja, du musst da hingehen, aber vorher musst du noch eine Mission erledigen. Ja. Das finde ich mega cool. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite funktioniert das nur, wenn du es im Großen und Ganzen guckst. Also, wie gesagt, ich finde es gut, weil wir jede Woche einzeln die jeweilige Folge besprechen können, aber wie gut die Serie oder die Staffel dann am Ende wirklich ist, kann man wirklich erst sagen, wenn du dir das einmal am Stück nochmal angeguckt hast, was ja machbar ist, wenn es immer so kurz ist, wie jetzt letzte Folge. Es wird wahrscheinlich jetzt wieder so bleiben. Wahrscheinlich, ja. Aber dann funktioniert es, glaube ich, richtig gut, weil ansonsten wirst du immer so häppchenweise, ja, das war auch cool und ja, das war auch cool, aber das ist für mich ein bisschen so, als würdest du Harry Potter gucken und dann die Bibliothek-Szene nur sehen. Dann kannst du auch nicht entscheiden, ja, war Harry Potter jetzt geil oder nicht? Ja. Harry hat das doch das Buch gefunden, wo Nicolas Flamel erwähnt wird, der den Stein der Weisen da irgendwie hat. Und ja, also ich bin weiter gespannt. Ich freue mich auf die nächste Folge, aber bin jetzt schon fast mehr gespannt auf Folge 5. Es kann auch sein, dass Ahsoka, dass das in Folge 4 passiert, aber die Gerüchte besagten vorher, dass die Ahsoka-Folge wird die fünfte sein. So. Und ja, das kann natürlich ein Fehler sein, dass man dann so gehypt ist auf die Sache. Und es kann auch sein, dass das ein Fehler ist, dass man jetzt vielleicht zu viel von Ahsoka erwartet, weil es kann sein, dass sie einfach nur hinkommt, aus dem Schatten tritt, ihre Kapuze absetzt und sagt, moin, moin, was geht ab? Und dann sagt, willst du weitere Jedi finden?
begebe dich nach Osten. Und dann war es das. Ja. Ohne, dass du auch nur ein Lichtschwert siehst, eine ja. Macht oder sonst irgendwas. das kann natürlich sein. Aber okay, wir werden sehen. Es bleibt spannend. Das soll es gewesen sein für diese Woche. Hat Spaß gemacht. Nächste Woche quatschen wir dann über die 12., glaube ich. Und ja, das soll reichen für heute. Desart, wo können die Leute dich finden, wenn sie denn wollen? Also bei Instagram unter Desart Sick, bei YouTube unter Desart Fan Channel und bei Facebook unter Desart. Ja, ihr findet uns unter Movietopia Official auf Instagram, Movietopia auf YouTube und Darth Schulz auf Instagram. Dann danken wir euch fürs Zuhören und wünschen euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich komme wieder.